Ein Sonett besteht aus 14 Versen. Diese 14 Verse folgen alle einem bestimmten metrischen Maß, einer bestimmten Metrik. Zum Aufbau eines Sonetts, wir haben zunächst zwei sogenannte Quartinen, a vier Verse. Was haltet ihr davon, wenn wir diese Sommerferien mal nicht nur zu Oma fahren, sondern auch mal woanders hin? Ja, das ist gut. Wie wär's mit Berlin? Emma, wo würdest du denn gerne hinfahren? Emma, ich spreche mit dir. Mir ist halt was Komisches passiert. Emma, geht's dir nicht so gut, oder was? Ja, nein, ich weiß es nicht. Ich... Haltet mich jetzt bitte nicht für verrückt, aber... Ich habe so Sachen gesehen. Keine Ahnung, in letzter Zeit habe ich manchmal so Art Tagträume. Fast schon Halluzinationen. Schatz, ich glaube, du hast in letzter Zeit einfach zu wenig geschlafen. Du hast vielleicht sowieso keinen Hunger. Am besten gehst du hoch in dein Zimmer, ruhst dich ein bisschen aus. Mama und ich, wir räumen hier alles auf. Okay. Das ist ja noch gar nicht so lange her, seit dem letzten Mal. Könntest du noch mal bei Julia anrufen? Hey Leute, es wird wirklich immer schlimmer in letzter Zeit mit den Halluzinationen. Keine Ahnung, ich sehe, wie ich mich erhänge und wie andere Leute sterben. Und jetzt habe ich bei meinen Eltern den Zettel hier gefunden von Yolight. Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwelche Psychoärzte. Klinik für Neurobiologie und Psychologie. Hallo. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich möchte bitte einen Termin ausmachen. Mir wurde diese Klinik hier empfohlen. Haben Sie denn eine Überweisung von Ihrem Hausarzt? Als erstes sollten Sie sich bei Problemen an ihn wenden und er schickt Sie dann gegebenenfalls zu uns. Bitte, ich möchte einfach nur einen kurzen Termin, weil ich da ein paar Fragen hätte. Na gut, wie heißen Sie denn? Oh, ich sehe gerade, wir haben gerade einen Termin für Sie gekriegt. Kommen Sie dann einfach gleich vorbei? Ja, ich denke, das geht. Okay, das wäre dann die Fercherstraße 24. Okay, vielen Dank. Dann bis gleich. Tschüss. Okay. Wiederhören. Hallo, Herr Schneider.
Emma Schneider, wir hatten telefoniert. Genau, nehmen Sie einfach im Wartezimmer Platz. Es kommt gleich jemand bei Sie. Dankeschön. Emma Schneider, bitte. Dort Zimmer 2. Dankeschön. Hallo. Guten Tag, Emma. Bitte setz dich. Dr. Stefan Fall, mein Name. So, Emma, folgendes. Mama, Papa, was macht ihr denn hier? Woher wisst ihr überhaupt, dass ich hier bin? Hallo Emma, es tut uns leid. Du hast bestimmt viele Fragen. Ja, was soll das alles hier und was ist passiert? Und wieso bin ich die Einzige, die keine Ahnung hat, was hier abgeht? Ja, vor 2 Jahren ist etwas Schreckliches passiert. Du warst mit deiner Schwester Nina unterwegs und ihr habt nicht so richtig aufgepasst. Und dann ist sie von der Brücke gefallen. Hä? Nein, das kann nicht sein. Ich erinnere mich an keine Nina und... Sagt sie mir gerade, dass ich eine Mörderin bin oder was? Nein, es war ein Unfall. Doch du hast die Schuld immer nur bei dir gesucht. Eines Tages sind wir in dein Zimmer gekommen und du warst gerade dabei, dir etwas anzutun. Nein, wie könnte ich das alles vergessen? Wir haben dich hierher gebracht, zu Julite, um dein Gedächtnis löschen zu lassen. Mein Gedächtnis? Oh Gott, es ist jedes Mal so schwer, aufs Neue das so zu sehen. Jedes Mal? Was? Die Technik ist noch nicht so ausgereift. Es hält nicht so lange an, aber wir haben keinen anderen Weg gesehen. Ihr habt kein Recht, sowas ohne meine Erlaubnis zu tun. Wo ist Nina begraben? Ich will zu ihr. Ich muss hier raus. Emma, bitte! Nein! Und, wie wäre es jetzt mit Berlin? Ja, finde ich gut.